Sehr gut. Nicht zurücktreiben lassen. Nicht zurücktreiben lassen. Es gibt richtige Erfahrungspunkte. Und jetzt ihn auch noch. Und der macht ja gar nichts. Du bist ein sehr komischer Beholder. Okay. Das ist definitiv ein Bug, würde ich sagen. So, und das hier oben kann alles weg. Wie kann das Scaffold gleich auch alles weg? Und hier wird zugemacht. Hier wird auch zugemacht. Portale bräuchten wir neues. Beholder ist tot. Zeug ist weg. Und ganz, ganz, ganz viel Kohle. Sehr schön. Also ja, Kohle und Eisen kann man wirklich nie genug haben. Vor allem, wenn wir später anfangen mit Stahlherstellung. Was jetzt eigentlich echt nur noch fehlt, ist immer noch der Eimer. Dum, 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 dum. Gib mir... Eimer. Oh, ich kann aber eine Schmiede kaufen. 15 Gold. Was machen die nur absichtlich? Oh ne, ich sehe keinen Eimer. Oh, warte. Eimer. Ein Gold. Braucht man einen Eimer oder braucht man ein Fass? Feuerstelle, Steine nachher. Ne. Schmiede. Braucht Wasser. Also nur ein Eimer. Aha. Warum auch immer ein Eimer bei Waffen und Rüstung ist. Na gut, wir kaufen einen Eimer. Haben wir noch 4 Gold. Das restliche Gold bewahren wir uns lieber auf, für den Fall, dass wir nochmal irgend sowas brauchen, was recht abwegig ist. Ein Fass kostet 5. Na gut. Portal zum Shop. Damit unsere Zwerge nicht weit laufen müssen. Und dann hätte ich das hier eigentlich ganz gerne mal irgendwie hinbekommen. Fische braucht Angeln, ja. Er trinkt beim Shop. So, und sobald der einmal im Lager ist, also eben gerade, müssten wir das eigentlich jetzt per Auftrag abschöpfen können, oder? Will er nicht. Du port dich mal hoch. Ja, ja. Oder lauf den ganzen Weg. Oh, unsere Mana sieht ganz schön mau aus. Und wir haben so eine ganze Ecke hin bis 7. Ja, du kriegst kein Portal, tut mir leid. Du ertrinkst in einem Tümpel. Oh, Moment mal. Das ist nicht gut. Nö. Na komm. Da links hochklettern. Benutze. Komm auch. Komm. Hoch. Können die Gegner Scaffolding benutzen? Das wäre noch interessant. So, die beiden können auch sterben. Sammel Wasser. Na endlich. Da will er nicht. Sammel Wasser? Will er auch nicht. Och, Menno. Mach das dann mal weg. Also ja, erst Schnecke töten, dann das da wegmachen. Dann da Wasser sammeln. Was müsstest du hier von da aus können? Genau. Alles weg. Alles weg. Und alles töten. Wir räumen den Programm auf. So, jetzt hier. Nicht fischen. Wie will er das nicht? Ja, grab ruhig. Fisch braucht Angel.
Vielleicht brauchen wir mehrere Eimer, damit wir auch durchgehend die Aufträge verteilen können. Momentan können wir vielleicht den Auftrag gerade nicht vergeben, weil der Eimer irgendwo rumliegt oder so. Na gut, wir haben auf jeden Fall erstmal Wasser. Wir haben Kohle, wir haben Eisen. Wir dürfen jetzt eine Schmiede bauen können. Ne, wir haben noch kein Wasser. Weil das Wasser nicht eingesammelt wird. Warum auch immer. Und Essen haben wir auch nicht besonders viel mehr. Wie schaut es mit Holz aus? Haben wir auch alles verballert, ne? Ja, fast alles. Mach die mal weg. Und sammelt das verdammte Wasser ein. Ich verstehe euch nicht. Was zur Hölle war das denn? Hops. Und ertrinkt. So, Wasser, Wasser einsammeln. Komm, 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 komm. Es wird nämlich gleich mehr. Ja, komisch. Warum sammelt ihr die Blöcke jetzt nicht ein? Vielleicht, weil da schon Wasser auf dem Boden ist. Aber das könnte jetzt funktionieren. Wenn du jetzt dich darauf stellst und da jetzt einen Dirtblock positionierst und wir dann den Dirtblock wieder abbauen, fließt das Wasser ja da rein. Was? Komm mal raus! Du bist so hohl. Der Rest unterhält sich, ja. Da portet euch dahin. Macht das hier weg. Kleiner Kronleuchter. Okay. Da, da. Das muss alles weg. Trotzdem würde ich ganz gerne das hier auch noch hinbekommen. Geh einfach nur raus da. Geht einfach weg. Ich mache das jetzt mit dem Stein hier. Zu albern. So, doppelte Geschwindigkeit. So, du läufst jetzt da runter, machst den Stein weg. Dann müsste sich das Wasser ja auf alle umliegenden Felder verteilen. Machst du den Stein mal weg? Kontrolle übernehmen. Alter Schwede. Okay. Hier ist noch mehr Wasser. Ihr seid alle doof. Okay. Das muss alles weg. Kauft mir gleich noch. Ist der Eimer kaputt gegangen? Ausrüstung. Ich sehe keinen Eimer mehr. Der ist nur für begrenzte Anzahl an Benutzung. Das ist jetzt echt Abzocke, Ogre. Komm, gib mir noch einmal. Kaufen. Sehr schöne Marketingstrategie. Eimer mit Löchern verkaufen. Komm, hol den doofen Eimer ab. Chop, 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 chop. Hört auf, hier zu ertrinken. Hä? Wie hast du den Eimer jetzt bekommen? Ihr seid sehr komisch. Aber ja, macht Sinn, dass wir es nur mit meinem einsammeln können. Fisch braucht Angel, Fisch braucht Angel. So. So. Jetzt macht das hier bitte irgendwie ordentlich. Aha, okay. Der Auftrag war noch da. Der Fisch ist weg. Kann ich jetzt meine Schmiede bauen? Ganz bitte, bitte. Ja, sehr gut. Wasser, Kohle, Eisen, 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 Stein, Stein. Ein, zwei Schmieden. Schmiede Nummer ein. Wollte mich jetzt veräppeln. Ich kann keine Schmiede bauen wegen der Fackel. Entferne Fackel, entferne Fackel. Ihr seid komische, komische Zwerge. So. Und da bauen wir jetzt eine neue Fackel hin, damit wir nicht nachts angegriffen werden von irgendwelchen Sachen, die da spawnen. Genau, solche Sachen, die da spawnen. Das Wasser muss immer noch weg. Alles Wasser muss weg. Wir wollen nie wieder irgendeinen ertrinkenden Zwergen sehen.
Gut. So, jetzt wollen wir die tollen Sachen herstellen, wie Stahlschwerter zum Beispiel. Da brauchen wir richtig viel Eisen für. Warte mal, Morgenstern. Brauchst du überhaupt eine Schmiede? Warum haben wir dich nicht gebaut? Du machst 11, okay. Können wir 3 Stück davon herstellen. Ist nicht viel, aber ist ein Anfang. Die müssen aber erst geschmiedet werden. Ja, das passt. Hier wird Wasser gesammelt. Das kommt alles weg. Ja, komm. Mach das auch weg. Ist okay. Feuerball. Beschädigt mehrere Feinde im Zielbereich. Okay. Das Wasser soll aber weg. Jetzt können neue Scaffoldings dahin. Die Schnecke soll weg. Ups. Die Schnecke soll weg. Und hier unten ist das Portal auch bestimmt schon wieder weg. Genau. Da, neues Portal. Denn wir hätten gerne noch mehr Scaffolding. Und hier unten alles abgebaut. So. Und die ganzen Schnecken getötet. Für Level Up und so. Schnecken alle weg. Da noch ein. Da noch ein Dirt zum Zumachen. Oh Gott. Du auch weg. So, hier ist alles zugewuchert. Das Wasser ist weg. Sehr schön. Das lassen wir mal stehen. So. Also, wenn von rechts Gegner kommen, kommen sie jetzt hier noch recht schnell durch. Das füllen wir also alles mit Stein auf. Stopp. Nee. Weiß nicht so recht. Also da muss Stein hin, ist okay. Da kommt auch Stein hin. Ich hätte gerne Zugbrücke. Geh mal weg da. So. Baustein. Hier kann ein Graben hin, wenn da unten wieder Stein hinkommt. Regenschauer. Okay. Da. Setze vorne Stein. Und das kann jetzt doch alles weg. Das heißt, der Gegner hat hier eine 4 Felder hohe Mauer, wo er entweder eine Räuberleiter mit Skeletten machen müsste oder sich hier durchprügeln. Und es sind 3 Steine hintereinander. Also sollte es eigentlich okay sein. Mach das auch mal weg. Und das auch mal weg. So. Oh, in hier. Das ging schnell. Wo ist das Essen? Ich bin am Verhungern. Oh. Bier können wir nicht herstellen. Tee. Tee können wir machen. Da werden sich die Zwerge freuen. Wurzeln. Beeren. Tee. Muss erst gekocht werden. Ja, okay. Ja, eine zweite Küche wäre auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, wie wir das platztechnisch später noch aufbauen. Haben wir noch sowas zu essen, was wir hinwerfen können? Ja, da. Salat. Bitteschön. Bevölkerung gewachsen. Achso, einer ist gestorben. Müssen wir wieder jemanden ausrüsten, ne? Genau, du. Du und du und du. Und du und du. Und ihr kriegt noch Schwerter. Haben wir auch nicht zum Spaß hergestellt. So, und ein Morgenstern. Okay. Was haben wir noch für andere Sachen? Du bist Schreiner. Schreinerlehrbuch benutzen. Bist ein besserer Schreiner. Und Schwertkämpfer. Du bist Schreiner, Bogenschütze, Schreiner. Wir haben ganz so viele Schreiner. Schmied. Schmied ist jetzt ein besserer Schmied. Schwimmen. Oh, unser Schmied muss unbedingt schwimmen können, damit er nicht stirbt. Und unser toller Schreiner auch. So, das reicht erstmal an Büchern. Also, du mischt gerade deinen Tee zusammen. Ihr habt alle nichts zu tun. Schämt euch. Oh, wir können hier noch eine... Warte mal. Dum, 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 dum.
Na komm. Baustein, Baustein. Baustein, Baustein. Also, das brauchen wir nicht. Geh da weg. So. Flop. Geh weg. T. T. Geht nach Hause. Komm schon. Einfache Geschwindigkeit. Wo ist das Essen? Ich bin am Verhungern. Das steht hier auf dem Tisch. Stand hier. Wow. Was? Wir haben den ganzen Tisch leer gemacht. Ich sehe ein Problem. Wir haben zu viele Zwerge und zu wenig Essen. Das muss auch erst hergestellt werden. Wir brauchen definitiv eine größere Küche. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir brauchen mehr Betten, weil wir langsam nicht genug haben. Und das hier würde ich gerne wieder wegmachen. Und dafür hier eine Reihe dorthin. Portal. Das Schaf muss auch sterben. Weil wir Wolle brauchen. Und die Schnecke muss sterben, weil wir Erfahrungspunkte brauchen. Du läufst zu weit zu den Goblins. Auch wenn das nur noch zwei sind? Echt? Geh, bring die Goblins um. Ist ja albern. Wo ist der Häuptling hin? Wo sind die alle hin? Also zwei, drei haben sich kamikazeartig hier auf uns gestürzt, aber das war's dann auch. Sammeln Wasser. Sehr komisch. Ja, Goblin-Bedrohung besiegt. So einfach geht das. Baustein, Baustein. Baudirt. Sehr schön. Dann kommt das noch mit und das noch mit und das Ding machen wir auch mal kaputt. Und das kann weg, weil wir es alles einsammeln können, weil es keine Feinde mehr gibt. Jedenfalls die nächsten 19 Minuten. Okay. Schaf ist auch tot, also haben wir Wolle. Das heißt, wir haben jetzt auch Sachen, um die Rüstung herzustellen. Guti, guti, guti. Das nimmt doch langsam Form an. Guter Zeitpunkt für eine kleine Pause. Also bis gleich.